Morgen ist Tag der Entscheidung, in Anführungsstrichen, man gibt morgen die Gebote ab. Da entscheidet sich Lufthansa oder KLM Air France oder wer auch immer, bekommt die ITA. Dann als nächstes Thema, was ist eigentlich das teuerste Ticket der Lufthansa? Nur damit ihr mal so ein Beispiel bekommt, was Kunden auch schon mal bei Lufthansa bezahlen müssen. Und als drittes Thema, der Lufthansa Dreamliner, er fliegt. Und zwar schon über Washington State. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem aber auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge haben wir auch einen Deal am Ende in der Business Class. Deshalb lasst uns doch einfach, damit ihr beim nächsten Mal keinen Deal mehr verpasst, ein Abonnement da, macht die Glocke an und kommentiert unten und lasst uns ein Like da. Und ihr wisst, wie es immer ist, das ist der Abonnierbefehl. Das erste Thema ist die Austrian Airlines. Die Austrian Airlines hat gepitcht, dass der Flying Cook wiederkommt. Ja, ganz genau. Also ab Juni kommt wieder der Flying Chef wieder, also derjenige, der euch die Essen zaubert an Bord. Er kocht sie natürlich nicht, aber sie bringen halt ein gewisses Ambiente von Dole & Co., wenn sie bei Austrian Airlines in der Business Class das Essen zaubern und vor allem auch hindrapieren. Etihad hat sowas ja auch. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Findet ihr das wichtig, dass Austrian Airlines das macht? Ist das ein Signature-Move von der Austrian Airlines? Oder sagt ihr, nee, eigentlich nicht, es soll einfach nur schmecken, egal wie es aussieht. Also ich persönlich finde das mit dem Flying Cook, finde ich schon sehr schön. Warum? Ganz einfach, weil es das Ganze gemütlicher macht und persönlicher macht. Ihr hört im Hintergrund die Flugzeuge hier in Frankfurt ein. Dem Hyatt Place bin ich, habe das Fenster extra aufgemacht, damit ich die startenden Flugzeuge zumindest höre. Sehen kann ich sie auch, es spiegelt sich hier in der Scheibe. Aber hey, kommt zum Stammtisch heute Abend. Stammtisch, der startet in 24 Minuten. Heute mache ich wieder alles auf die letzte Minute, genau wie gestern. Aber ich bin da schon fertig, also ich brauche nur noch die Treppe runter. Das nächste Thema, was wir haben, ist auch von der Lufthansa natürlich. Die Lufthansa und die ITA, die ringen miteinander, was es gibt an Übernahmen. Ja, ganz genau. Warum? Ganz einfach, es gibt ja mehrere Partner. Also im Prinzip ist es ja die Air France, KLM, die da sich beteiligen möchte, irgendwie Delta im Hintergrund. Dann gibt es ja noch irgendwie so eine Kapitalgesellschaft, die was möchte. Und natürlich die MSC Lufthansa. Nur die Frage ist ganz einfach, wer bei der Privatisierung der Lufthansa zum Zug kommt. Morgen am 23. Mai werden die Gebote abgegeben, dann im Juni soll dann final entschieden werden, wer der Partner ist. Lufthansa hat ja auch verlauten lassen, dass das Angebot für sie, das sie abgeben, kein großes finanzielles Risiko darstellt. Also insofern die Frage noch nicht. Ich weiß es nicht, was das heißen soll. Also abwarten. Manchmal sind ja die kleinen Wörter dazwischen immer ganz, ganz wichtig. Und man sagt einfach auch, dass der Mitbieter Indigo Partners, er kann halt eine Grundvoraussetzung der italienischen Regierung nicht erfüllen. Und zwar ganz einfach, deshalb haben wir nur noch zwei. Lufthansa intern sagt man, dass die KLM Air France das auch gar nicht bekommen kann, weil die ja noch Staatskredite haben. Also insofern würden die ja auch rausfallen. Und damit wäre der logische Partner die MSC und die Lufthansa. Also das ist ja das, worauf es sich permanent zusammenspitzt. Ich selber, ja, mir wird es auch langweilig, weil ich jeden Tag diese Nachrichten dann sieht. Aber ich bin mal froh, wenn es langsam vorbei ist und wenn wir da klare Voraussetzungen haben, was da unten passiert. Und 1,4 Milliarden Euro ist man bereit für die ITA zu bezahlen bei der MSC Lufthansa. Wichtig ist es den Italienern übrigens auch auf die interkontinentalen Verbindungen. Das heißt also, dass Italien nicht abgeschnitten wird und damit sagt man einfach als römischer Flughafen, hey, wir wollen das sein. Lufthansa hat ja gesagt, Rom soll es werden. Würde ich mich freuen? Würdet ihr freuen? Schreibt es einfach, kommentiert es unten. Lasst es uns wissen. Lufthansa Intercontinental ist ja auch gerade das Stichwort. Ihr fragt euch natürlich, wie viel kostet das teuerste Ticket bei der Lufthansa? Ich habe viele Preise über 10.000, über 12, 13, 14, 15.000 Euro immer gesehen.
Aber Lufthansa hat jetzt die Katze aus dem Sack gelassen. Und zwar Carsten Spohr hat das gemacht. Und zwar war er auf einem USA-Trip, wenn ich das richtig gesehen habe. Und zwar beim Aviation Club of Washington in der US-Hauptstadt. Und dort hat er dann einfach gesagt... für mich waren es die Osterferien, die ihm gezeigt haben, dass Covid im Prinzip eine Sache der Vergangenheit ist. Warum? Ganz einfach, weil die Leute wieder reisen wollen, weil die Leute fliegen wollen, weil es gar nicht so viele Plätze gibt, wie man fliegen möchte. Also das heißt, dass die Leute fast jeden Preis bezahlen und damit ist das teuerste Ticket nach San Francisco. Warum? Ganz einfach, weil das kostet so roundabout 24.000 US-Dollar, das ist irgendwie bummelig knapp 23.000 Euro. Und dann sagt ihr natürlich, hey, what, 23.000 Euro? Da zahlt ihr natürlich doch lieber die Meilen und die 600 irgendwas Euro Aufpreis. Und ihr sitzt in der First Class, dann wisst ihr also, wie viel der Preis hätte sein können. Und da kann man dann halt wirklich dann den Flug genießen. Wer von euch ist schon mal die teuerste Strecke geflogen nach San Francisco mit der Lufthansa von Frankfurt aus? Also insofern einfach unten hinschreiben. Wer fliegen will mit der 787, muss sich bei der Lufthansa gedulden. Warum? Ganz einfach. Man muss halt einfach warten, bis die amerikanischen Behörden die 787 irgendwie wieder freigeben. Ja, aber nichtsdestotrotz, die 787-9 wird fit gemacht, dass man die übernehmen kann von der Lufthansa aus. Und es gab einen mehrstündigen Checkflug über dem Staat Washington, also quasi an der Westküste. Und dieser Checkflug mit der Delta Alpha Bravo Papa Alpha war einfach problemlos. Und man hat das Flugzeug mit der Kennung BOE, das ist immer für Boeing, ganz genau, 808 dann am Himmel gesichtet. Und was soll man dazu sagen? Das ist ein Flugzeug, was eigentlich für Hainan Airlines gebaut war. Jetzt wird es auf Lufthansa getrimmt. Soll in Frankfurt stationiert werden. 7 weitere sollen kommen. Man hat halt Verzögerungen, auch bei der 777-9er. Das sind so die Sachen, die man sagt. Es gibt Qualitätsprobleme, es gibt Lieferkettenprobleme. Das alte Spiel, 787, ich erhole es einfach nur. Aber ich wollte es einfach nur sagen, dass das erste Flugzeug mit der Kennung richtig abgehoben hat. Und es sind natürlich noch 100 Flugzeuge in der Pipeline. Ich denke mal, Boeing wird mit Druck gucken, dass die Lufthansa-Maschine in die Luft kommt. Lufthansa selber wird das wahrscheinlich auch bevorzugen. Dann hatte ich von euch allen eine Frage bekommen. Auch beim Stammtisch war das gestern vorgestern das Thema. A380, unter welcher Voraussetzung kommt der Flieger wieder? Kann der überhaupt wiederkommen? Und Carsten Spohr hatte ja dazu gesagt, wenn im Prinzip die Buchungslage das kniept. Dass man also gezwungen ist. Aber so wie ich die Lufthansa verstanden habe, ist es wirklich so, dass die 380er nur abheben, wenn wirklich nichts anderes geht und ihr da draußen die Tickets kauft. Ja, ganz genau. Vielleicht geht der Flieger ja auf die Strecke nach Washington mit der First Class. Also das ist genau das Thema, was ich sage. Der 380er kommt nur, wenn die wirklich die 380er First Class gebraucht wird, weil man mehr First Class braucht und es da zu Verzögerungen kommt. Die andere Frage ist natürlich, wie lange dieser Vorlauf ist, weil so eine, die Flottenplanung, die Strukturierung der Flotte, das ganze Thema mit der Flugzeugplanung, das ist nicht etwas, was man hier so eben mal macht. Ihr habt ja gesehen, wie lange es gedauert hat mit der Eurowings, um die ganz zu fahren. Also das heißt, das ist immer ein Projekt auf mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte. Und die 380er sind ja im Moment in Teruel geparkt, Techniker sind vor Ort, schauen sich die Bude an. Aber ich glaube eher, dass sie sich die Bude anschauen, um die wieder flugfit zu machen, um die Maschinen zurück an Airbus zu geben, weil das soll ja auch jetzt demnächst passieren, dass die Flugzeuge zurückgegeben werden an Airbus und damit müssen sie fit to fly sein. Ich hatte gestern gesagt, die werden wahrscheinlich ausgepackt, werden fit gemacht zum Fliegen. Airbus guckt sich die an, die machen ein paar Testrunden in Teruel und dann werden sie wieder in Teruel eingepackt, weil Airbus hat damit ja auch nichts vor. Also insofern gibt wirklich nur 2 Szenarien, wo der 380er kommt. Das eine ist, ihr bucht Tickets wie bekloppt, also wirklich wie bekloppt. Oder aber das andere Szenario ist, ihr findet andere, die Tickets wie bekloppt buchen. Also insofern, es liegt wirklich am Ticketaufkommen. Und die echte Wahrscheinlichkeit ist halt, dass bevor der 380er fliegt, fliegt alles andere, was Lufthansa irgendwo bekommen kann. Ne? Und
Das ist leider die Wahrheit. Also ich halte es für sehr gering, weil die Crews gar nicht da sind. Also das heißt, das Cockpit in der Form ist ja nicht so verfügbar, wie man sich das vorstellt beim 380er. Kabine kann man vielleicht noch ein bisschen mit Training und so weiter hinbekommen, aber Cockpit ist in meinen Augen wahrscheinlich das Schwierigere. Schwierig für viele Vielflieger ist das Thema Bahn. Ich selber bin ja jetzt die letzten Tage mit der Bahn durch Deutschland gefahren, von Berlin nach München, von München aus nach Frankfurt heute. Und jetzt hat die Swiss auch das Angebot gemacht, dass man das Gepäck abholt. Das ist bei vielen von euch ja immer das Thema. Das heißt also, dass man, wenn man mit der Bahn anstatt fliegen nutzen soll, also wie soll ich das grammatikalisch richtig, also wenn man Bahn fahren soll, anstatt zu fliegen, so ist es richtig, dann fehlen vielen diese Komponente des Gepäcks. Das heißt auch, dass einem das abgenommen wird. Ich selber bin da nicht so wirklich ein größer Fan von, bei der Bahn mein Gepäck abzugeben, weil ich es ja selber tragen kann. Und so viel Gepäck habe ich Gott sei Dank teilweise gar nicht, dass das nicht handelbar ist. Insofern, es ist zwar ein geiler Service, aber das Problem ist ja, wenn die Bahn auf der Bahnfahrt das nicht habt, dann kann es ja wegkommen. Also das heißt, da sind immer wieder so viele Potenziale drin. Und deshalb gibt es nun dass man halt mit dem Gepäck, das man vorweg schickt, dass das alleine wegfährt. Und damit wird das Gepäck also zu Hause abgeholt. Bis 23 Stunden vor Abflug gibt es diese Airporter-Firma, die das abholt und damit das Gepäck ja, zu Hause abholt und dann abgibt. Ich weiß es nicht, ob das richtig ist. Also ich persönlich, ich finde immer, dass das... Also je mehr Hände dazwischen sind, desto mehr Probleme. Ich weiß nicht, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt, kommentiert unten einfach, was ihr davon haltet, inwieweit ihr da ganz einfach das eine gute Idee findet oder eher eine schlechte Idee. Heute bei dem Lufthansa-Update geben wir euch natürlich auch wieder einen Deal des Tages ab. Und zwar ist das der Lufthansa Business Class Sale Up. Nochmal Drumroll. Drumroll, natürlich ab Brüssel, klar. Die First Class Deal haben wir ja schon mal gemacht, aber es gibt auch einen Business Class Deal. Wenn man sich einen Business Class Deal anguckt, ist das ein Deal, der in der B-Klasse geroutet ist, heißt also nur 100% der Meilen gibt. Aber nichtsdestotrotz sind die Preise natürlich spannend. Kapstadt mit knapp über 1700, dann kann man natürlich Windhoek, Nairobi mit knapp 1400 auch nehmen, Bangalore 1400 drüber, Chennai 1400. Hongkong ist wieder mit 1200, wenn man reinkommt, natürlich Seoul 1279 Euro, habe ich irgendwo gesehen. Dann Nordamerika ist dabei, also 2000 Euro nach Los Angeles. Die teuerste Route natürlich, San Francisco ist auch dabei, auch mit 2000 Euro und ein bisschen. Also insofern viele Ziele, fängt an ab irgendwo bummelig 1400 könnt ihr so nehmen. Habe ich Dubai eigentlich überhaupt übersehen? Jetzt gucke ich mal. Nee, Dubai ist nicht dabei. Also insofern schaut einfach nach. Da sind die Ziele nach Nordamerika, aber auch nach Asien drin. Sind relativ gute Preise in meinen Augen. Und das ist wieder spannend. Also insofern ist das, wenn man halt wirklich guckt, lohnenswert. Aber immer beim Ziel aufpassen, ob man wirklich reinkommt. Ich muss jetzt wieder los. Deshalb auch wieder heute eine verkürzte Sendung Falcon Traveler TV Takeoff mit Lufthansa Group Update aus Frankfurt mit ein bisschen Fluggeräuschen. Ich bin mal gespannt, wie das überhaupt für euch war, ob ihr es gehört habt. Schreibt rein, ob ihr die Flugzeuge habt starten hören. Schreibt rein, ob die Themen euch interessiert haben, ob ihr Fragen habt und ob ihr vor allem denkt, dass der A380 wiederkommt oder ob das eher eine unwahrscheinliche Sache ist in euren Augen. Also, unten kommentieren. Glocke anmachen, nachdem ihr abonniert habt und ein Like da lassen. Also, danke und bis morgen. Ciao. Und muss mal drücken. Tschüss.